So, servus, da bin ich mal wieder. Heute bin ich im Kraichgau unterwegs. Das ist ein kleines Waldstück, wo meine Verwandtschaft gehört. Das wollte ich mir heute mal wieder angucken, da war ich schon ewig nicht mehr. Und ich werde heute mal was vorstellen vom Norma, was ab nächsten Montag wieder im Angebot ist. Und was eigentlich gar nicht so verkehrt ist, vor allem für das Geld. Und wann ich es schaffe, drehe ich gleich noch das zweite Video, die Erweiterung von dem EDC-Video, wo ich das letzte Mal gemacht habe. Und zwar, was ich noch bei der Arbeit dabei habe, noch mein kleines EDC-Bag, so ein kleines Tischle, was ich immer noch dabei habe. Ja, Dominik ist leider immer noch krank, deswegen von der Stelle gute Besserung an dich. Hoffe, du kommst bald wieder. Und wenn du Lust drauf hast, bleib da gerade wieder dran. Ne? Also, bis dann. So, aber erst einmal Käffchen machen. So, während der Kaffee jetzt durchzieht, oder besser gesagt, während das Wasser heiß wird, zeige ich euch mal, was ich da beim Norma entdeckt habe, nächste Woche. Und zwar, was denn, sieht man das? Genau. Diese, ich sage jetzt mal, Outdoor-Messer gibt es nächste Woche ab Montag im Angebot. Und die kostet jeweils 7 Euro. Und das Schwarze hier, das habe ich jetzt schon, ich glaube, 2 Jahre oder so, und das habe ich auch schon oft dabei gehabt. Und ich muss wirklich sagen, das ist ein verdammt gutes Messer für 6,99 Euro. Und das kleine hier, das hat einen Feuerstahl, eine Taschenlampe und so. Das habe ich auch. Und dort damit fangen wir jetzt einfach mal an. Und zwar ist das dieses nette Teil hier. Ich muss jetzt gleich vorab sagen, da ist viel Plastik drauf. Da ist zum Beispiel eine Reibfläche für Streichhölzer, wo ich auch nicht wirklich weiß, was ich damit auffangen soll. Aber gleich vorab, das Teil kostet 6,99 Euro. So, und ihr habt hier drin, habt ihr eine kleine Taschenlampe mit Magnet. Und die hält auch richtig gut. Also die rutscht nicht raus. Die bleibt wirklich da, wo sie soll. Da ist eine Knopfzelle drin. Und wie gesagt, vor allem für dich wieder, Lu, ne? Wenn man nachts die Haustiere nicht aufbringt, ist doch das ganz in Ordnung. Aber ich glaube, das ist jetzt auch mehr so ein Taschenmesser, wo man mal just for fun mit in den Wald mitnimmt und so. Ja, auf jeden Fall ist die hell genug und für so ein kleines Taschenlämpel ist sie wirklich gut. Schaut schön, dass sie da ein Messer drin ist. Auf der anderen Seite haben wir einen kleinen Feuerstahl, der ist wirklich klein, aber der möchte schon, was er soll. Zeige ich dann später. So, und jetzt natürlich das Wichtigste, die Klinge. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Stahl ist. Und man sieht da durch schon Serrations, also der Eu mag sie da, ne? Hasst sie. Allerdings sind die Serrations sind wieder ziemlich gut, um sich ein bisschen zunder zu machen. Da ist das halt wieder optimal davor. Wie gesagt, ich bin da nicht der größte Künstler bei so Sachen. Auf jeden Fall
mich das Messer das, was es soll. Es schneidet auch, wenn jetzt nicht unbedingt mega. Aber es kostet ja auch nur 6,99 €. So. Der Feuerstahl, wie gesagt, der ist ziemlich kurz. Das Messer hat auch hier unten so Clonic Herbst sogar drin. Ich nehme mal an, die soll für den Feuerstahl sein. Auf jeden Fall. Es funktioniert wunderbar. Und ich muss sagen, ich habe schon schlechtere Feuerstahl gehabt, ganz ehrlich. Probieren wir jetzt gleich mal den Feuerstahl aus. Also wirklich einwandfrei das Teil, für das Geld vor allem. So, jetzt gucken wir mal nach dem großen Hauer. So, das ist jetzt das große Messer. Ich habe da noch der Deschel mal drauf gemacht damals mit dem Feuerstahl drin und so. Also das ist im Prinzip einfach nur stinknormale Nylonscheide und ist aber relativ gut vernäht und alles. Lässt sich dann schön so auf dieser Höhe hier drauf so am Gürtel, was eigentlich optimal ist. So, ganz normaler Druckknopf da, aber es hält, es wackelt ein bisschen. Aber das ist noch nie irgendwie rausgerutscht oder so, also das hält auf jeden Fall. So, und das ist der Hauer. Was man gleich dazu sagen muss, ist nicht 42A konform, leider ein bisschen zu lang. Aber ich sage jetzt mal, wenn das egal ist im Prinzip, der soll sich nicht drauf stören. Ein schöner gummierter Griff. Schön weich, hat man richtig gut in der Hand. Ich habe mir hin jetzt noch ein Lanyard drauf gemacht, dass man schön ein bisschen choppen kann, ein bisschen hacken kann und so. Hier oben, das soll wohl eine Säge sein, das taugt aber überhaupt nichts. Ja, ansonsten, wenn wir jetzt gleich ein bisschen batonieren, mal gucken, was es so schneiden kann. Und hacke mal ein bisschen Eier, aber da muss erst der Kaffee fertig sein, sonst schlage ich den noch runter aus Versehen. So, Kaffee fertig mal wieder. Schauen wir jetzt mal, was das Teil kann. Jetzt fangen wir mal an mit dem Brocken da, wo ich batoniere. Eigentlich kein Problem, sei es so. Wunderbar. Das Holz ist schön trocken und alles. Also ich weiß jetzt leider nicht, was für Holz das genau ist, aber ist schon hart. Komplett durch die mit. Also wirklich einwandfrei zum Batonieren, wirklich gut. Zum Schnitzen ist es jetzt natürlich nichts, den ich mal behaupte, weil es einfach zu groß ist und zu unhandlich. Die Säge hier, Sägezähne, die machen überhaupt nichts. Und die Form ist jetzt auch nicht unbedingt so toll mit der gebogenen Klinge. Aber das ist halt so. Soll halt so ein bisschen brachial aussehen. Ist halt alles Design bei dem Messer, sage ich jetzt mal. 0815 Stahl. Aber das tut, was es soll. Mal ein bisschen choppen. Ich hoffe, das sieht man da überhaupt.
Also ganz ehrlich, für das Geld nicht schlecht. Also da ist nichts kaputt gegangen oder sonst irgendwas. Sieht da was da für Brocke wegfliehen. Also ich muss schon sagen, für das Geld ganz ehrlich, gerade wenn der Aufhänger Seitensache Bushcraft für 6,99 Euro, kauft euch das Messer ganz ehrlich. Ist wirklich ein cooles Teil. Also, was kann man abschließend sagen zu den zwei Messer? Das ist wirklich kein schlechtes Messer, das ist wirklich gut. Ein richtig schönes Hackmesser, zum Batonieren auch ziemlich gut geeignet. Für 6,99 Euro überhaupt keine Frage. Ich stehe jetzt wieder kaufen. Ich glaube, ich werde es auch wieder kaufen Montag, aber weiß ja nicht. Vielleicht verabschiedet sich es doch irgendwann mal. Guter Griff. Form ist gewöhnungsbedürftig, aber ist wirklich ein cooles Messer. Und das Klone, ja, es ist jetzt nicht gerade. Ist jetzt kein Schneiteufel, sage ich jetzt mal. Aber es mich da was es soll. Also, es ist eigentlich ein gutes Messer, kann man eigentlich nichts sagen. Ich mag halt diese Serrations da nicht. Aber ansonsten ist es ein gutes Messer. Das Schöne ist halt wirklich das Gimmick, wie gesagt, mit der kleinen Taschenlampe. Und der Feuerstahl. Wo er wirklich funktioniert. Er ist ein bisschen kurz, aber er funktioniert. Also, wer da kein Feuer auch kriegt. Da liegt es leider nicht im Feuerstahl. Das würde ich ja sagen. Eigentlich auch Kaufempfehlung, gerade für den Aufhänger. Wirklich nicht schlecht. Aber eigentlich mehr so Spielerei, sage ich jetzt mal. Aber verkehrt ist es nicht. Ja. Ich trinke jetzt noch in Ruhe meinen Kaffee. Wie man gerade einen schönen Schluck über den Hin geklärt hat. Und wie gesagt, holt euch die Teile am Montag beim Norma, wenn euch da noch ist. Ich kann sie nur empfehlen. So. Das war's schon wieder. Ich bin verstochen von oben bis unten. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ihr euch für die Messer interessiert, hoffe ich, dass ihr euch ein bisschen weiterhelfen gekannt habt. Und ihr wisst ja, Daumen auf, wenn es euch gefallen hat. Gerne einen Kommentar schreiben. Abo, wenn da noch Konzept. Glocke auch mache, ist ganz wichtig, dass ihr immer seht, wann ein neues Video von mir oder von uns hoffentlich bald wieder, wann der Dominik wieder fit ist, rauskommt das nächste. Und ansonsten wünsche ich euch gute Zeit. Ah, das ist schon wieder auch nicht. Und wir sehen uns, ne? Bis dann, ciao.